Hallo. Hallo? Ja. Schönen guten Tag. Sabine Weber ist mein Name von 5D Marketing aus München, melde ich mich. Ja. Spreche ich mit Hans Maulwurf? Ja, einen Moment bitte, ich hol den. Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag. Sabine Weber ist mein Name von 5D Marketing Gesellschaft aus München, melde ich mich. Ja. Ich habe Sie angerufen, um zu sagen, dass in 3 bis 4 Tagen per Post die Unterlagen für die neue Kreditkarte bekommen können. Die Karte ist schufa-frei und auch mit schlechterer Bonität möglich. Das Wichtigste ist, dass sie ohne Jahresgebühren und ohne Monatsgebühren, und es gibt keine Zinsen. Es gibt keine fixen. Junge Frau, können Sie bitte ein bisschen langsamer sprechen? Ich kann nicht so gut hören. Okay, kein Problem. Ja, Überhaupt kein Problem. danke schön. Wir sind Vertriebspartner von Mastercard. Es geht um Ja, die neue Kreditkarte. Kreditkarte. Ja, die Ja. Kreditkarte ist schufa-frei und auch bei schlechterer Bonität möglich. Bei was bitte? Schlechterer Bonität möglich Na, und das habe ich schufa-frei. ja nicht. Ich habe ja immer gearbeitet. Oh, ja, ich sage nur die Konditionen, Ach dass sie. so. Entschuldigung. Kein Problem, kein Problem. Sie ist ohne Jahresgebühren und Monatsgebühren. Ja. Sie haben einen Kreditrahmen von bis zu 7.777 €. Oh, das ist ja eine sehr schöne Zahl. Ja, und die einzigen Kosten, die auf Sie zukommen, ist eine einmalige Ausgabegebühr von 149,90. Von wie Wie viel? Sie 149,90. Das ist ja doch ganz schön teuer. Ja, aber Sie haben keine Jahresgebühren und keine Monatsgebühren. Das ist die Ach einzigen so. Kosten. Was kostet das denn normal im Monat? Ja, wenn es aufzurechnen aus Monat und Jahr, jetzt ist mehr als 149,90 Oh, das heißt, jeden das Monat. spart man im Prinzip. Ja. Und wie ist das dann, wenn man da so sich quasi das Geld leiht? Wann muss ich das zurückbringen? Wenn Sie es möchten, es gibt keine fixen Ratensätze. Oh. Sie entscheiden, wann Sie das Geld zurückzahlen, wenn Sie es können. Zum Beispiel nehmen Sie 500 € Ja. und einen Monat zahlen Sie 10 € zurück, einen Monat 100 €. Ach Das ist so. ganz bei Ihnen. Das ist ja sehr gut, weil das kann ja doch immer mal was passieren und dann kommt man da leicht in Probleme. Aber das ist bei Ihnen ja sehr gut organisiert. Ja, und Ja. Sie wählen die Bank aus. Wir sind Vertriebspartner von Mastercard, aber Sie wählen die Bank aus, bekommen die Unterlagen und den Voucher zur Aktivierung der Karte. Was meinen Sie mit ich wähle die Bank aus? Ja, Sie können die Bank auswählen, in welche Bank Sie möchten. Wir sind Vertriebspartner von Mastercard und wenn Sie den Voucher bekommen und den ausfüllen, dann können Sie den Kredit beantragen und dann Ja. wählen Sie die Bank aus. Das ist ganz bei Ihnen. Das heißt, muss ich jetzt, kann ich zu jeder Bank hingehen, um quasi das Geld zu empfangen? Ja. Das ist sehr gut, weil ich habe hier vor Und Ort ja nur die Sparkasse und die sind bei ja, solchen Sachen immer ein bisschen problematisch sonst gewesen. die Darum Sparkasse geht. wollte ja darum jetzt eine Kreditkarte haben, weil die wollen mir da ja im Prinzip keinen Kredit geben. Ja, die Sparkasse geht auch. Und Sie haben natürlich, wenn Sie nicht zufrieden sind, ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Das heißt, wenn mir das Geld nicht ausreichen sollte, kann ich das zurückgeben? Ja, Sie haben einen Kreditrahmen von bis zu 7.777 €. Das Ja. ist der Kreditrahmen. Kann ich denn dann auch weniger nehmen oder muss ich das so viel nehmen? Sie können auch weniger nehmen. Ist das auch frei wählbar? Ja. Das ist ja wunderbar. Und was hat man das für Zinsen? Was muss man da bezahlen? Es gibt keine Zinsen. Gar keine. Ja, das ist das Gute an dieser Kreditkarte. Es gibt keine Zinsen.
Ja, wie können die sich das denn leisten, wenn die Leute keine Zinsen bezahlen? Das ist Können ja Sie? phänomenal. Ja. Da muss ich erst so alt werden, dass ich sowas noch erlebe, dass jemand mal was verschenkt. Ja, Sie zahlen 149,90. Es ist Ja. nicht ganz ein Geschenk. Aber ist das dann nur für erstes Jahr oder ist das dann immer so? Für zwei, Sie haben eine Jahresgebühr von 99,80, aber die schenken wir Ihnen. Darum zahlen Sie nur diese einmalige Ausgabegebühr von 100, fast 150 Euro. Ach, und dann muss ich niemals diese Jahrespauschale entrichten. Ja. Das ist ja grandios. Und wann wäre das bei mir? In 3 bis 4 Tagen können Sie die Unterlagen und den Voucher zur Aktivierung der Karte bekommen. Das heißt, da muss ich dann die Karte erst noch, wie muss ich die denn aktivieren? Sie füllen den Voucher aus und dann beantragen Sie den Kredit in der Bank. Also ich gehe mit dem Brief, den ich von Ihnen bekomme, werde ich zur Bank hingehen. Ja, Und dann und dann bezahle beantragen. ich, dann überweise ich da diese Gebühr und dann kann ich einen Kredit bekommen. Sie bezahlen die 149,90, Ja. wenn die Unterlagen da sind, per Nachname. Ach so, direkt hier beim Achim, der die Briefe bringt. Ja. Das ja, das kann man denen denn Geld anvertrauen? Der hat doch seine Frau betrogen. Ist ja. Weiß ich nicht, aber es ist so, per Nachname müssen Sie bezahlen, wenn die Unterlagen da sind. Ja, und dann nehme ich das und fahre zu den Herrn Ulrich von der Sparkasse. Ja. Und der kann mir dann das Geld geben oder muss man dann warten? Sie müssen warten, dass er, Sie müssen erst den Kredit beantragen und dann in ein paar Tagen können Sie das haben. Ja, kommt das Geld dann auch per Nachname oder kriege ich das aufs Konto? Aufs Konto. Ja, müssen Sie dann noch die Bankverbindung notieren? Hallo? Hallo, hallo. Junge Frau, Junge Frau, können Sie mal bitte den können Sie mal bitte Lautsprecher den ausmachen? Lautsprecher ausmachen? Bekommen das Geld auf der Karte, wenn Sie das beantragt haben und bekommen Ja. haben, dann haben Sie auf der Karte das Geld. Warum war denn die Leitung gerade unterbrochen? Das weiß ich nicht. War vielleicht ein Systemfehler. Heute spinnt das. Ja, können Sie mal den Lautsprecher ausmachen? Hören Sie mich doppelt? Ja, dreifach. Habe ich. Und jetzt Warten Sie auch mal. wieder. Jetzt ist es leiser geworden. Das ist Check, Test, 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 immer noch. Hören Sie mich jetzt? Hallo? Hallo, hören Sie mich jetzt? Ja, aber ich höre mich selber dreifach. Darum. Ich hab das ausgemacht, aber ich weiß nicht. Vielleicht Was haben wegen den Sie Leitungen. ausgemacht? Den Lautsprecher, aber ich glaube, Warum haben nur einen Sie Moment. überhaupt einen Lautsprecher an, wenn Sie mit Kunden reden? Und jetzt Hallo? hören Sie mich jetzt besser? Ja, ich kann Sie sehr gut hören, aber ich höre mich halt selber immer. Oh, das weiß ich nicht. War Ja. Und jetzt? Test, Test, dreifach. Ich kann Sie auch Können in einer Sie Minute anrufen. noch mal zurückrufen? Ja, kein Problem. Ja, weil das ist sehr, sehr lästig. Oh, ich glaube nicht, dass die noch mal anruft. Aber wir können ja mal eine Minute warten. Ich erzähle euch aus meinem bewegten Leben als Schweinebauer. Das fing ja im Prinzip vor langer Zeit an. Ich kann mich da gar nicht mehr so dran erinnern, wo die mich da auf die Welt gebracht haben. Aber ich glaube, da waren auch schon Schweine. Oh, da ruft sie zurück. Hallo? Hallo? Ja? Ja.
Hören Sie mich jetzt gut? Ich kann Sie sehr gut hören, aber mich selber halt auch. Ja, das glaube ich wegen der Leitung. Daran kann ich nichts machen. Ja, das Entschuldigen Sie. ist in Ordnung, dann müssen wir halt langsam sprechen. Ja, kein Problem. Ja. Sind Sie interessiert, dass ich Ihnen die Unterlagen schicke und den Voucher? Das ist ja immer gut, wenn man was umsonst bekommt. Ja, nicht umsonst, aber. Ja, Sie Aber müssen, wenn Sie die Unterlagen bekommen, müssen Sie gleich bezahlen. ja, das ist ja hier bei den Achim. Ja, beim Nachname, beim Postboten, Ja, oder? ist das auch machbar, das zu überweisen? An wen beweisen? Ja, zu Ihnen, weil ich denen nicht vertraue. Das geht nicht, es geht nur über Nachname, bei Nachname. Das ist ja schrecklich. Ja, dann müssen wir das ja. Ja, das ist halt, Ist der das so hat. schlimm? Ja, natürlich, der hat ja seine Frau betrogen und das ist ja im Prinzip die Enkelin von meinem Bruder. Ah, verstehe ich. Ja, das kann man ja nicht unterstützen. Na klar nicht. Das ist nicht in Ordnung. Wie viele Leute hören jetzt eigentlich gerade zu? Wie viele Leute? Ja. Im Gespräch sind nur zwei. Nur, Sie und ich. ja, ist der Herr Turzinovic auch in der Leitung? Nein. Und der Herr Tacker? Nein. Der auch nicht. Nein. Wie ist der heute bei der Arbeit? Kann ich mit Ihnen sprechen? Nein, heute ist er nicht da, Wer denn? leider. Welcher? Hallo? Ich bin jetzt nur. Hallo. Ja, welcher Kollege ist heute nicht da? Oh, jetzt hat sie aufgelegt. Jetzt hat sie es wohl bemerkt. Ja, Edin Turcinovic, falls ich das richtig ausspreche, ist ja im Prinzip der Chef von 4 und 5D Marketing und ihren Betrügereien, die da aus Bosnien heraus betrieben werden. Und der Herr Daniel Tagger ist ja im Prinzip derjenige, der da versuchte, mich am Telefon zu erpressen mit seinen drei Kreditkarten. Und dann, dass er mir hinterher drohte, da mich zu schlagen im nächsten Anruf. In anderen Anrufen, das habt ihr ja vielleicht schon gehört, da waren die mal die Kollegen von der Postbank und mal hat man das Geld geschenkt bekommen und all solche Verbrechereien. Diese Masche ist momentan wieder sehr aktiv. Das liest man ganz viel bei Facebook und bei Portalen, die vor solchen Betrügereien warnen. Ihr könnt dieses kurze Video, das ich mit Absicht sehr nüchtern gehalten habe, ohne Ausraster von Dimitri oder mit Schwachsinn von Rakesh, gerne einmal ein paar Freunden zeigen, damit die wissen, wie diese Masche funktioniert und da nicht drauf reinfallen. Weil gerade für arme Menschen sind diese 150 Euro für eine nutzlose Kreditkarte natürlich herausgeworfenes Geld. Und vor diesem Unheil kann man Menschen doch bewahren. In diesem Sinne wünsche ich euch einen fröhlichen Maulwurf. Karte. Wie bitte? Sind Sie an der Kreditkarte interessiert? Sind Sie von der gleichen Firma? Ja, natürlich. Warum hat die Dame denn aufgelegt? Weil die Verbindung war weg, Herr Maulwurf. Deshalb. Ja, haben Sie da so schlechte Computer drüben in Bosnien? Wo? In Wo ist in Bosnien. Bosnien? Ja, Was ist in Bosnien? Wo ist in. das ist so ein Land, da sitzt der Herr Tucinovic und er versucht da seine Kreditkarten an Mann zu bringen. Haben Sie vielleicht auch schon von gehört? Wie heißt der? Wie heißt der? Ja, googeln Sie doch mal Ihren eigenen Firmennamen, dann werden Sie das doch sehen. Wie heißt der, dieser Mann, der in Bosnien sitzt und die Kreditkarten in. Ja, Tuchinovic, sagten Sie. Sind Sie Wissen Sie das? was, Herr Maulwurf? Wissen Sie was, Herr Maulwurf? Ich weiß einiges. Ja, lecken Sie mich mal. Ja. Bitte, so, aber richtig. Ja, dann kommen Sie Und können Sie hierher, mir. dann können Sie das machen. Ja. Ja, ich habe schon meine Hose runtergemacht. Ja, das ist Sie sehr können auch schön. kommen. Ja, soll ich Ihnen die Webcam anmachen? Ja, können Sie ruhig. Ja, können Sie dann die Adresse von der Webcam eintragen?
Ja, kann ich. Und Sie können mir dann auch einkommen und blasen. Das ist www. www. Telefon. Telefon. Ziege. Ziege. Ja, Sie haben Punkt.com. schon mal. Warte, Herr Maulwurf, warte, Kumpel. Erinnern Sie sich vielleicht an diesen Denglisch, den Sie auf YouTube gepostet haben? Natürlich, das war einer der dümmsten Ja. Menschen, mit denen ich je gesprochen habe. Was einer der dümmsten Menschen, mit dem Sie gesprochen haben? Ja. Warum war er denn so dumm? Warum denn? Ja, das waren doch Sie. Nein! Nicht. Nein! Aber das ist ein Bekannter von Nein! Ihnen, der sitzt wahrscheinlich daneben und hat auch seine kleinen Eier in der Hand. Kleiner Ei in der Hand. Bist du Ja, auch warum machen Sie so ein das? Fanboy? Ja, ich mag es, die Leute zu verarschen, so wie Sie. Ja, das Ding ist, die Leute, die ich verarsche, verarschen andere Leute. Ja, ganz genau, das mag ich auch. Ja, sie verarschen andere Leute, das weiß ich. Ja, Darum. erinnern Sie sich noch an Herr Bauer? Da weiß ja, was sie sich immer für Namen ausdenken, die kann ich mir ja nicht alle merken. Ja, weil Ist doch wahr, oder nicht? Jetzt hat er mich schon Ja, wieder Sie auf haben recht, Lautsprecher. wirklich. Nee, habe ich nicht auf Lautsprecher, kein Nicht? Lautsprecher. Habt ihr da kein Geld für? Nein. Das ist ja sehr traurig. Da müssen Sie die Ja, das ist sehr Abzockmasche noch ein traurig. bisschen verfeinern. Und wie sagen Sie, dass dieser, der die Mastercard heißt, der Chef Tukinovic, wie? Ja, Edin. Edin, ah. Ja, und wie heißt, was ist Ihr Und der. Feldname? Ja, mein Name ist Decker, Thomas Decker. Ja, ist klar. Ja, wirklich, Kumpel. Ja, Dann hast du die passt ich Seite jetzt. schon offen? Du kannst mir über das Kontaktformular mal ein Bild von dir schicken. Und Ja, kann ich machen, wie lange überhaupt. machst du das schon? 4 oder 5 Jahre bin mir nicht ganz sicher. Ja. Sie meinen, wie lange ich die Menschen verarsche oder was? Ja, natürlich. Was anderes interessiert mich Ja, ja nicht. 4, 5 Jahre, weiß Das nicht ist ja genau. schrecklich. Nee, das ist gut. Wissen Sie warum? Na? Weil so viele geile Weiber mit mir zusammenarbeiten und dann rapsche ich sie immer so an Ja, aber und Sie so geht mir können. die Zeit schneller vorbei. Ja, aber Sie können ja nicht sowas machen. Ach, kann ich nicht mehr betrachten. Doch, doch, kann ich. Nein, das ist Ich aber kann nicht machen, sehr was ich will. freundlich. Aber die wollen das. Ja, Ich wollen die könnte ich. das? Ja, sie macht das dann, wenn ich sie anpacke und so. Das ist ja sehr interessant. Können Sie mir da auch mal Bilder schicken? Wie ich sie angrapsche und so. Ja, und Videos. Oh, Videos. Ja, ich frage mal meine Kollegin, ob sie mit mir ein Video dreht. Drehen wir ein Video und schicken den Herr Maulwurf eins? Sicher? Komm her, dass der Maulwurf das auch hört. Ja. Sehen Sie, wir Hallo, machen. junge Frau. Ist Ihre Mutter stolz Kein auf Sie? Problem. Ja, ich habe schon zwei Arbeit schon, finanziere mich alleine. Was machst du? Ja, ich verarsche die Leute. Ja, und wie viel Umsatz macht ihr so am Tag? Ja, heute habe ich um die 100, warten Sie mal, ich guck mal. Heute habe ich um die 350 Euro verdient. Ja, auf Provisionsbasis macht ihr das, ne? Ja, ganz genau. Und was kriegst du für so einen Abschluss? 200 Euro. Ja, das passt ja. Das ist ja ganz ordentlich. Das ist ja aber mehr, als Ja. ihr für die Karte verlangt. Ja, natürlich. Womit verdient die denn das Geld dann? Kommen, sind da doch Gebühren drin? Ja, natürlich. Oder schickt ihr den Leuten einfach Okay, Herr weißes Maulwurf, Papier? ich muss jetzt arbeiten. Der Arbeit, der, dieser Drecksack, da ruft er doch tatsächlich nochmal an, um sich zu entblößen. Sehr gut, meine Freunde. Ja, Maulwurf. Hallo? Hallo? Guten Tag, Anna Rose. Mein Name ist ein Vertriebspartner der Firma Mastercard. Ich würde gerne bitte mit Herrn Hans Maulwurf sprechen, wenn es möglich ist. Ja, das bin ich. Guten Morgen, junge Frau. Hallo, guten Morgen, Herr Maulwurf. Hallo. Schön, Sie
Hallo, schön, Sie persönlich zu erreichen. Ja. Herr Maulwurf, ich melde mich im Auftrag der Firma Mastercard. Ich sollte informieren, dass Sie eine neue Kreditkarte bekommen, Mastercard Gold Design, mit der Sie jederzeit einen Sofortkredit haben können, nach Ihrem Wunsch. Also bis zu 7.500 Euro. Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Ich höre etwas schlecht. Kann ich. Ich kann das, Herr Maulwurf. Ich habe Sie nämlich fast gar nicht verstehen können. Okay, ich werde langsam sprechen, ja. Damit Sie mich verstehen können. Wie bitte? Herr Maulwurf, ich melde mich im Auftrag der Firma Mastercard. Ja. Hier steht, ja, das Geld kann ich gut gebrauchen. Bitte rufen Sie mich an. Deswegen melde ich mich. Ja, habe ich das jetzt gewonnen. Das ist sehr gut. Also, Sie haben nicht gewonnen, die Kreditkarte. Die Kreditkarte bekommen Sie von Mastercard-Firma. Ja. Sie können jederzeit einen Sofortkredit haben, bis zu 7.500 Euro. Ja. Kreditkarte ist schufa-frei, pfändungssicher, ohne Bonitätsprüfung, Herr Maulwurf. Ja. Sie haben keine Jahresgebühr, keine monatliche oder Bearbeitungsgebühr. Davon sind Sie befreit, dauerhaft. Sie zahlen nur einmal Ausgabegebühr, wenn Sie Kreditkarte, PIN-Nummer, Unterlagen übernehmen, vom Postbote per Nachname, nur einmal 98,90 Euro. Alles Weitere steht in Unterlagen, wie Sie alles machen, Herr Maulwurf. Von welcher Bank ist denn diese Karte dann bitte? Direkt von Firma Mastercard, die selber Kreditkarten produziert für alle Banken weltweit. Ja, die ist gültig. Das habe ich ja verstanden, aber von welcher Bank bekomme ich denn das Geld, wenn ich einen Kredit aufnehmen möchte? Sie bekommen von keiner Bank Geld. Sie kriegen direkt von Firma Mastercard Kredit und die Kreditkarte. Das heißt, bei denen werde ich das Geld leihen und dann muss ich das dann wieder einbezahlen. Ganz genau. Richtig, Herr Maulwurf. Wie hoch sind denn die Zinsen, wenn ich da einen Kredit aufnehmen möchte? Das steht in Unterlagen, Herr Maulwurf. Es kommt darauf an, wie viel Sie Geld nehmen und wie lange Sie das abzahlen. Alles steht in Unterlagen. Gehen wir mal davon aus, dass ich 7.500 Euro für einen Monat brauche. Was würde mich das denn kosten? Das weiß ich leider nicht, Herr Maulwurf, weil ich bin nicht informiert. Ich bin nicht zuständig für diese Sachen. Alles steht in Unterlagen, die Sie kriegen. Aber ich weiß, dass sie nicht so hoch sind, Herr Maulwurf. Die Zinsen sind nicht so hoch. Was ganz wichtig ist, monatliche Raten. Sie können selber einrichten, zum Beispiel. Sagen wir, Sie nehmen 3.000 Euro auf 5 Jahre. Ja. Sie können innerhalb dieser 5 Jahre ständig Geld zurückzahlen und wieder abheben. Ja. Am Ende 5. Jahr soll das Geld auf der Kreditkarte sein, damit die Leute die Kreditkarte verlängern und damit sie auch einen höheren Kredit haben können, Herr Maulwurf. Das ist ganz wichtig. Ja. Wie ist das denn? Wie lange kann man denn sagen, dass man zurückbezahlen möchte? Sind das maximal 5 Jahre oder kann man da mehr machen? Maximal fünf Jahre und die höchste Summe ist 7.500 Euro. Ja. Es ist begrenzt nur deswegen, weil es keine Schufa-Prüfung und keine Bonitätsprüfung gibt. Ja. Herr Maulwurf, deswegen ist es begrenzt. Also 5 Jahre Maximum, sagen Sie, mehr stimmt. Geht da nicht. Ja, weil ganz genau. Weil mein Plan war ursprünglich, ich bin ja schon etwas älter, ich habe gedacht, ich nehme jetzt nochmal für 10 Jahre einen Kredit auf und wenn ich dann irgendwann sterbe, dann muss ich das hier nicht mehr zurückbezahlen und dann hat mein Enkel das Geld. Aha, okay. Herr Maulwurf, also 5 Jahre... Und 7.500 ist die höchste Summe, die Sie nehmen können. Alles steht in Unterlagen. In Unterlagen. Wie heißt denn Ihre Firma, bitte? Von wem rufen Sie denn an? Von der Mastercard direkt?
Also vom Partner der Firma Mastercard 4D Marketing aus Frankfurt. Das ist unser Sitz in Frankfurt. Ja, wir haben Filialen überall, Leipzig, überall, Herr Maulwurf. Wir haben unsere Filialen. Hier ist das Markt in Frankfurt am Main oder Frankfurt an ja, der Oder? Frankfurt am Main. Na, im Finanzzentrum. Ja, ich verstehe. Und, okay. Und wovon lebt Ihre Firma, wenn Sie mir die Karte schenken und ich keine Gebühren bezahlen muss? Herr Maulus, wir sind nur die Partner, die Leute informieren. Wir versenden die Kreditkarten nicht, das macht die Firma Mastercard. Ja, aber Sie müssen ja auch von irgendwas leben. Sie machen das doch nicht aus Nächstenliebe für mich. Stimmt, Herr Maulwurf, da haben Sie recht. Ja. Also wir machen auch viele Sachen. Wir sind Sponsoren von vielen Seiten. Ja, was sponsoren Sie denn so? Herr Maulwurf, ich habe nicht so viel Zeit. Haben Sie immer noch Interesse für die Kreditkarte? Ein Moment, ich gebe Ihnen ganz kurz meinen Kollegen. Ein Moment, bitte. Weil ich muss ganz kurz rausgehen. Ich gebe Ihnen meinen Kollegen. Ein Moment. Ja. Guten Tag. Ja, Maulwurf. Ja, Maulwurf. So, der Daniel Zager von der Vertriebspartner der Mastercard. So, es geht ja, die Kollegin hat gesagt, es geht ja um die Mastercard mit diesem Kreditfonds bis zu 7.500 Euro. Das heißt, Sie bekommen nochmal alles schriftlich in 3 bis 4 Werktagen zur Post. Ja. Sie zahlen der Karte keine Jahres- und keine Monatsgebühren, weil diese Karte wird dann aktiv für 5 Jahre. Sie sind in der Maulwurf 92. Junger Mann, Sie sprechen sehr schnell. Ich habe Probleme mit den Ohren. Können Sie ein bisschen langsamer sprechen, bitte? Okay, Herr Maulwurf, sagen Sie mir bitte Ihr Geburtsdatum. Wann sind Sie geboren? Wie bitte? Wann sind Sie geboren? Am 8. Mai 1945. 45, so. Ja. Herr Maulwurf, die Karte bekommen Sie dann in 3 bis 4 Werktagen direkt von der Mastercard, ja? Ja, ich weiß jetzt immer noch nicht, die wollte mir sagen, ich wollte ja, wenn ich einen Kredit aufnehme, dann muss ich ja Zinsen bezahlen. Die wollte mir die Kollegin noch sagen, wie viel das denn an Zinsen kostet wird. Herr Maulwurf, das sind sehr geringe Zinsen, weil auf jede Summe, die Sie dann nehmen, haben Sie 5 Jahre Zeit, das Geld zurückzuzahlen. Das heißt, wie viel Prozent PA habe ich denn Zinsen bei Ihnen? Sehr, sehr geringen, Herr Maulwurf. Ich habe die Unterlagen hier nicht, weil das Gespräch würde jetzt 2 Stunden dauern, nicht 10 Minuten. Das ist doch nur eine Information. Das ist doch ein Standardwert. Ja, aber habe ich nicht. Es hängt ab, Herr Maulwurf, es hängt ab, wie viel Sie nehmen. Wollen Sie sofort 7.500 oder möchten Sie 5.000? Sofort 7.500. Okay, aber ich sage Ihnen eins, Sie bekommen die Unterlagen. Karte, PIN und die AGBs. Wenn Sie die Karte bekommen, der Kollege meldet sich nochmal direkt von der Mastercard, wird nochmal alles in der Ruhe mit Ihnen dann besprechen. Wie viel Sie dann zahlen müssen monatlich. Ja. Und wie gesagt, Sie haben sowieso 5 Jahre Zeit, das Geld zurückzuzahlen. Aber es ist ja so, wenn ich das jetzt in 3 Monaten zurückbezahle, dann sind die Zinsen ja deutlich geringer, als wenn ich die ganzen 5 Jahre aufbrauche. Verstehen Sie, was ich meine? Ich verstehe Sie, was Sie meinen, aber wie gesagt, in den Unterlagen, was ich hier habe, habe ich das nicht. Kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ja. Ich will Ihnen auch keine falschen Aussagen treffen. Ja. Das heißt, wenn ich Ihnen etwas sage, Sie bekommen dann die Unterlagen, steht ganz anders. Dann haben wir ein Problem. Ja, das ist richtig. Das heißt, Sie schicken mir jetzt mit der Post ein Angebot zu, richtig? Sie bekommen per Postkarte PIN und die AGBs in 3 bis 4 Werktagen. An der Karte werden Sie auch keine Jahres- und keine Monatsgebühren zahlen. Also egal, wo Sie die Karte benutzen, egal auf welchen Bankomaten Sie die Karte benutzen, ob es jetzt in Deutschland ist, außerhalb Deutschland, keine Ahnung, wo Sie verreisen oder wo Sie hingehen, Jahres- und Monatsgebühren zahlen Sie nicht. Alles, was auf Sie zukommen sollte, das wäre nur Wertekarte, das würden Sie dann einmalig also zahlen. Nicht so schnell, bitte, junger Mann. Okay, Herr Maulwurf, Sie zahlen also nur Wertekarte, das zahlen Sie dann einmalig, also per Nachnamen von 98,90. Herr Maulwurf. Sie sagten, das geht auch im Ausland, richtig? Natürlich geht es im Ausland, es ist egal, wo Sie die Karte benutzen, ja? Ja, weil meine Frau und ich, wir haben eine Partnerschaft in Nordkorea, dann wird das da auch funktionieren. Partnerschaft in Nordkorea, verreisen Sie nach Nordkorea? Ja. Wie ist das Essen in Nordkorea?
Und das Essen ist sehr lecker. Haben Sie schon mal Kimchi gegessen? Kimchi habe ich nicht gegessen, das weil ist, ich war noch nicht mehr. Das ist vergorener Chinakohl, das ist da die wichtigste Vitaminquelle. Das ist ein vollzyklisches Essen, das kommt dann nicht aus der Tüte, da wird das alles noch selber gemacht. Aber die Partnerin kommt aus Nordkorea, oder? Die wohnt auch da. Nein, meine Frau und ich, wir haben da eine Schülerpartnerschaft. Was haben Sie, Schülerpartnerschaft? Eine Schülerpartnerschaft. Wir sind da, wir unterstützen eine Schule im ländlichen Raum bei Kaesong. Ja? Ja. Ach so. Okay, nee, wie gesagt, die Karte gilt ja ganz, also in der ganzen Welt, egal wo Sie verreisen. Sehr gut. Das heißt, diese Karte ist aktiv, Herr Maulwurf. Ja. Ich mache noch eine kleine Zusammenfassung, dauert 20 Sekunden, ja? Sind Sie nicht los. Ja? Ich möchte Sie doch nicht loswerden. Ich wollte nur Sie möchten fragen. Mich noch loswerden? Nein, nicht loswerden. Okay. Wieso denn nicht? Nein, weil Sie sind so ein netter junger Mann. Und ich wollte gerne noch fragen. Sie sagten, ja, das geht mit Nachname. Ist das richtig? Genau, weil der Postbote kommt mit einem Radl, ne? Und bringt ihm die Karte, PIN und die AGBs nach Hause. Das heißt, der Postbote bringt ihm das. Ja, der klingelt an der Tür, Sie machen die Tür auf. Ja, ich weiß, wie man mit Postboten umgeht. Ich bin schon auf der Welt gewesen, da waren Sie noch nicht mal geplant. Na, jetzt ist nur die Frage, ob wir das per Überweisung machen können, weil der Postbote ist ein ganz linker Hund hier. Der legt immer die Pakete auf den Balkon und sagt dann, wir sind nicht zu Hause gewesen, weil der nicht mit meiner Frau reden möchte. Den möchte ich kein Geld anvertrauen. Ach so, eigentlich geht es nicht, aber wie gesagt, wir schicken alles für Postboten, das bekommen Sie, weil für Überweisung geht es leider nicht. Das ist so vorgeschrieben von der Mastercard, nicht von uns, verstehen Sie, Herr Maulwurf. Das ist ja schon, wenn ich das Geld an Ihre Firma überweise und Sie das an Mastercard weitergeben. Geht leider nicht, aber wenn der Fall sein sollte, dass Sie jetzt nicht zu Hause sind, ja, dann muss Ihnen einen Zettel hinterlassen, wo Sie auch mit einem Zettel auch bei der Post alles übernehmen können, ja? Ja. Weil, wie gesagt, das bekommen Sie direkt von der Mastercard und der Postbote darf keinen Streich mit denen machen, das heißt, er darf das nicht machen, weil der bekommt dann eine Klage von der Mastercard, verstehen Sie? Ja, das ist so ein linker Hund, der versucht immer die Leute reinzulegen, weil der Zeit sparen möchte und dann kann kein Vertrauen aufbauen, das verstehen Sie ja sicher. Ich verstehe Sie vollkommen, aber das darf der nicht machen, weil wie gesagt, Mastercard ist ein großes Unternehmen, also wir sind jetzt keine Gewinnspiele oder sonstiges, wo der die Leute auf den Arm nehmen kann. Wie gesagt, bei uns darf er das nicht machen, weil dann hat er Probleme mit der Mastercard, Herr Maulwurf. Ja, warum kann ich eigentlich Ihre Telefonnummer nicht sehen? Wenn ich nochmal Fragen habe, würde ich gerne zurückrufen. Sie bekommen alles in den Unterlagen, Herr Maulwurf, alle Nummern, wo Sie sich melden können. Ne, ich möchte ja nur Ihre, die anderen sind mir ja egal. Ich habe jetzt nicht eine, wo Sie mich direkt jetzt erreichen, verstehen oder Sie? Oder die nette Kollegin oder irgendwen von Ihnen. Weil die Mastercard, also, die sitzt ja im Ausland und ich kann nicht so gut Englisch sprechen. Nee. Wir sind, unser Hauptsitz ist in Frankfurt am Main, aber ich melde mich aus Leipzig, verstehen Sie? Aus Leipzig? Dann sind wir ja Nachbarn. Ja, wir sind Nachbarn, Herr Maulwurf. Wo wohnen Sie denn? In welchem schönen Stadtteil? In der Barfußkästchen. Ah, kennen Sie den Maulwurfweg? Ist mir bekannt. Ja, da wohne ich zufälligerweise. Maulwurfweg. Weil die Straße, die ist, wir haben da nach dem Krieg, meine Eltern, die waren Zimmerleute, die haben da Häuser gebaut für die ganzen obdachlos gewordenen Mitmenschen. Ja. Und dann ist es in der Kabinettssitzung 1949, haben die gesagt, das soll Maulwurfweg heißen, weil die Familie Maulwurf da so geholfen hat. Maulweg, das ist irgendwo bei der Dachstraße, ist die Dachstraße in der Nähe bei Ihnen? Maulwurfweg. Ja, aber irgendwo ist bei Ihnen auch in der Nähe die Dachstraße, oder? Wir haben so viele Straßen hier in der Nähe. Mhm. Und was müssen wir jetzt noch machen?
Wir machen eine kleine Zusammenfassung. Ich lese nochmal alles hier durch, was wir schon besprochen haben. Das machen wir mit der Zusammenfassung. Ja, das heißt, und Sie werden jetzt eine telefonische Bandaufzeichnung machen? Genau, genau, müssen wir machen, weil meine Arbeit wird natürlich auch überprüft. Ich darf auch keine falschen Aussagen treffen. Ja. Zweitens muss der Postbote wissen, wo der die Karte bringt, also nicht, dass sie beim Nachbarn landet. Ja. Und drittens nenne ich nicht nochmal meinen Namen hier drinnen und wie gesagt, und das war es eigentlich schon, Herr Maulwurf. Das heißt, da sind Sie dann mit der Aufnahme denn auch einverstanden? Genau. Sie selber auch, ja, sehr gut. Natürlich. Ja, das ist sehr gut, weil sonst ist das ja, hat das ja nicht Hand und Fuß. Wie war denn, wie war denn Ihr Name, junger Mann? Mein Name ist Daniel. Ja, haben Sie nur einen Namen? Ja, mein Vorname ist Daniel und Nachname ist Tagger. Wie schreibt sich das denn? T-A-G-E-R. Also Theodor Anton, Gustav Emil Richard. Na, in Ordnung. Okay. Herr Maulwurf, können wir mal mit der Zusammenfassung starten? Ja. Okay, dann fasse ich nochmal ganz kurz alles zusammen. Macht zu Ihrer Sicherheit eine kleine Aufzeichnung. Damit sind Sie auch einverstanden, ja? Ja, genau wie Sie auch. Ja. Wunderbar. Sie bekommen hiermit eine Mastercard im Golddesign-Gebiet und wie gewünscht ein Kreditofferte von bis zu 7.500 Euro. Sie zahlen also nur die Ausgabegebühren von 98,90 Euro, ganz bequem und sicher per Nachnamen. Damit sind Sie auch einverstanden, Herr Maulwurf? Junger Mann, bitte nicht so schnell. Ich habe Sie schon mehrfach drum gebeten. Okay. Also, wie gesagt, Sie zahlen nur die Ausgabegebühren per Nachname von 98,90 Euro, ganz bequem und sicher per Nachname. Damit sind Sie auch einverstanden. Herr Maulwurf? Ja, ja. Okay. Sie sind also der Herr Hans Maulwurf im Maulwurfweg 92 in 04329 Leipzig. Telefonnummer ist die 04841694. Ja. Hans Maulwurf 1945@gmail.com ist die Mailadresse. Geboren sind Sie am 8.5.1945, ja? Ja. Kann, okay. Kann ich das auch in nordkoreanischen Won bezahlen? Ich mag den Euro Sie nicht können so die Karte, Sie können die Karte überall nutzen, Herr Maulwurf, ja? Ja, aber kann ich da auch, kann man da auch Auszahlungen in anderen Währungen machen? Wenn ich jetzt Sie können machen, Herr Maulwurf, Sie können noch mal, Sie können machen, was Sie wollen, verstehen Sie? Ja, dann möchte ich jetzt gerne von meinem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Wie meinen Sie das jetzt? Naja, Sie wollten doch einen Vertrag jetzt mit mir machen. Ich möchte gern von meinem Widerrufsrecht Gebrauch machen, weil ich möchte das nicht haben. Was möchten Sie nicht haben? Ihre Kreditkarte. Wieso denn nicht? Ja, weil Sie mich denn mit unbekannter Nummer anrufen und mir die wichtigsten Sachen nicht gesagt haben. Aber Sie haben sich der Maulwurf. Der Maulwurf. Kommt Ihnen das nicht komisch vor, dass es einen Herrn Maulwurf im Maulwurfweg gibt? Mir kommt das nicht komisch, ja, weil Sie ein Maulwurf sind. Ja, ich bin ein Maulwurf. Was sind Sie denn für ein Tiersternzeichen? Ich tippe auf Stinktier oder Faultier. Stinktier? Ja. Oder welches Tiersternzeichen würden Sie sich selber geben? Ich habe kein Sternzeichen. Sind Sie ein Vampir oder ein Alien? Weil ich kein Herz habe. Haben Sie kein Herz? Das merkt man, sonst würden Sie nicht alte Leute am Telefon abzocken mit Ihrer Mastercard. Abzocke? Herr Maulwurf, wissen Sie was? Sie bekommen jetzt drei Karten, zahlen 98,90 Ja. Und dann können Sie machen, was Sie wollen. Ja, genau auf diese Reaktion habe ich gehofft. Soll ich Ihnen sagen, warum? Sagen Sie bitte. Sie sind live im Internet. Warte mal, Sie sind live im Internet bei der Telefon. Ich bin live im Internet. Zur Erkennung von betrügerischen Callcentern und Sie haben wunderbar gezeigt. Callcenter? Ja, es gibt keinen Herrn Maulwurf, aber Ihren Namen und den Betrug auf Tonband und wir werden Sie anzeigen. Sie werden mich anzeigen? Ja, sicher. Sie haben gerade gesagt, Sie schicken mir drei Karten, obwohl ich gesagt habe, ich möchte nicht mal eine haben. Das ist räuberische Erpressung. Aber Sie wissen, dass das Gespräch hier aufgezeichnet wird. Das heißt, jetzt bekommen Sie mal die Polizei auf den Hals. Und dann können Sie das auch der Polizei mal erklären, wieso Sie uns dann auf den Namen nehmen, wieso Sie uns also besser gesagt verarschen. Ja.
weil wir sind nicht hier im Callcenter, sondern ich bin im Büro hier. Wenn ja, Sie das warum, nicht wüssten, Herr Malmhof. Ja, warte mal, warum haben Sie mir dann angedroht, dass ich das Sie mit 3 Karten schicken, wenn ich ja, nicht mal Herr eine Malmhof, haben wieso möchte? Nicht? Wir sprechen 20 Minuten hier. Ja. 20 Minuten erklären wir Ihnen, wie das abläuft. Ja. Und nach 20 Minuten sagen Sie mir auf einmal, Sie wollen das nicht haben. Ja, weil Sie mich verarschen wollen. Ich will Sie verarschen, Gottes Willen, das mache ich nicht im Leben. Nein, Sie überhaupt sind ein netter nicht. Kerl. Ja, das ich bin ich. Sie, und ich habe es nicht wenn verdient, Sie, dass man so mit mir umgeht. Sie haben das nicht verdient. Ich habe das auch nicht verdient, Herr Malmhof. Ja, wie wäre es denn Sie? Dann, wenn Sie eine Arbeit suchen, wo man Leuten Arbeit. Sowas nicht sagen muss? Herr Malmhof, ich liebe meine Arbeit, weil ich kein Herz habe. Und für Sie habe ich auch kein Herz, Herr Malmhof. Das hört man. Das hört man. Hört man, oder? Ja. Aber ich mag Sie trotzdem. Ich mag Sie auch. Und ich würde Ihnen trotzdem und ich will ein Sie auch gutes neues Jahr ich will Sie auch persönlich wünschen. Kennenlernen, Herr Malmhof. Ja, Sie wohnen ja auch in Leipzig, dann können Sie ich ja mal ich wohne in Leipzig, genau. Ich komme mal vorbei und suche Sie mal in der Maulwurfweg 92, ja? Ja, und wollen und wenn ich das heute noch schaffe, komme ich heute vorbei. Ja, sollen wir dann einen Tee trinken zusammen? Trinken einen Tee, Glas Wein, mir ist das egal. Ja, dürfen Sie dann Alkohol trinken? Wieso nicht? Weiß ich, sind Sie denn schon 18 Jahre alt? 18? Nee, ich bin 15, Herr Molf. Ach so, ja, dann darf ich Ihnen nur ein Glas Wasser anbieten. Ich bin noch minderjährig. Ja, aber das ist ja egal. Dann kriegen Sie einen Tee. Wie bitte? Dann bekommen Sie einen Tee von mir. Ich bekomme einen Tee von Ihnen. Ja. Das ist super. Aber ich trinke keinen Tee. Ja, was möchten Sie denn haben? Ein Glas Wein. Ein Glas, aber Sie haben doch kein Herz und sind minderjährig. Da kann ich Ihnen doch keinen Wein geben. Wieso denn nicht? Naja, das wäre ja illegal. Illegal? Ja. Illegal ist es. Ja. Und was Sie machen, ist nicht illegal, oder? Nein. Nein. Wann was wollen Sie denn hier sein? Was für ein armer Mensch sind Sie, Herr Malmhof? Ja, finden Sie, meine Rente ist so niedrig, dann bin ich schon arm, da haben Sie recht. Sie sind wirklich arm. Warum meinen Sie denn? Einfach so, Herr Moll. Ja, wollen Sie mir vielleicht eine Spende zukommen lassen, damit ich nicht Spende. Versorgen bin? Geben Sie mal Ihre Bankverbindung, dann gebe ich Ihnen ein paar Spenden. Ja, ich gebe Ihnen meine Bankverbindung, die Nummer von meiner Kreditkarte, von meiner Lebensversicherung, von meinem PayPal-Account. Ich werde Ihnen alles geben, weil Sie sind ein sehr vertrauenswürdiger junger Mann. Mein Gott. Haben Sie was zu schreiben? Nee, aber ich habe einen Tipp für Sie. Besuchen Sie einfach mal einen Arzt. Ja, welchen Arzt soll ich denn besuchen? Besuchen Sie einfach einen. Und soll ich einfach einen, Herr Malmhof. Soll ich dem dann von Ihren Problemen erzählen? Von meinen Problemen? Nee, Sie erzählen von Ihren Problemen, weil Sie haben wirklich sehr, sehr große Probleme. Ja, ich habe akute Telefonitis. Das ist schon vor Jahren festgestellt worden. Wirklich, Sie haben wirklich ein großes Problem, Herr Malmhof. Ja, welches denn? Welches denn? Fragen Sie sich mal, bitte. Fragen Sie sich mal. Ja, das habe ich, aber ich habe mir keine Antwort gegeben. Ich dachte, das können Sie vielleicht machen. Ich gebe Ihnen keine Antwort. Sie wissen, was Sie ein Problem haben. Ja, verweigern Sie die Aussage aufgrund der Gefahr, sich selbst zu belasten? Nee. Nicht? Ich verweige gar nichts. Ja, dann verweigern Sie bitte auch die Karte. Ich möchte die nicht haben. Sie möchten die Karte nicht haben? Nein. Nee, oder? Nein. Können wir uns darauf einigen? Was denn? Dass ich die Karte nicht haben möchte. Das ist Ihr Leben, Ihre Sache und Sie machen, was Sie wollen. Ja. Ich kann keinen zwingen. Nein, nein, aber Sie haben mir gesagt, Sie werden mir 3 Karten schicken, obwohl ich das gar nicht möchte. Ja, ich habe Ihnen das gesagt, weil Sie mich mehr auf den Namen nehmen. Ja, und werde ich jetzt eine Karte bekommen? Bekommen Sie nicht. Sehr gut. Dann sind wir uns ja einig. Wir sind uns immer einig gewesen. Nein, nicht immer, aber meistens. Immer, Herr Malmhof. Aber meistens. Immer. Möchten Sie noch jemanden grüßen? Ich grüße Sie herzlich, Herr Malmhof. Ja, sonst noch jemanden, weil ich bin ja nee, auch nee. Da. Nur gibt Sie. Gibt es vielleicht jemanden in Ihrem Leben, der gerne wüsste, was Sie mit alten Menschen so machen? Möchten Sie vielleicht Ich habe keinen, Herr Malmhof, ich habe gar keinen. Das tut keine mir so Eltern, leid für keine Sie. Keine Kinder, gar nichts. Das tut mir herzlich leid für Sie.
Ich brauche auch keinen, Herr Maulwurf. Sind Sie ein Einzelkämpfer? So gesagt. Ja. Haben Sie vor, das zu ändern? Nee. Ja. Wieso soll ich das ändern? Das weiß ich ja nicht. Vielleicht fehlt Ihnen in Ihrem nicht vorhandenen Herz ein Fleckchen Liebe, das Sie gerne ausfüllen. Fleckchen Liebe? Was ist Liebe, Herr Maulwurf? Erklären Sie mir das. Ja, das ist die Zuneigung und das Hingezogensein zu einer Person. Vielleicht werden Sie das im Lauf Ihres Lebens einmal erleben, wenn man sich nicht nur für den Abschluss interessiert, sondern für das Wohlbefinden jemand anderes. Herr Maulwurf. Ja. Ich kann Ihnen eins sagen. Ja, bitte. Liebe, das Wort kenne ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Das tut mir sehr leid. Wofür interessieren Sie sich denn so? Für Pokémon? Habe ich auch nicht. Ja, wofür interessiert sich ein herzloser Mensch? Für gar nichts. Nur fürs Telefonieren. Sie leben das fürs ist Telefonieren, mein Job. Ja. Das ist mein Job. Und was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten? Wenn ich nicht arbeite, ich arbeite immer. Ja, das heißt, rufen Sie auch nachts die Leute an und versuchen, den Kreditkarten aufzuschwatzen? Nachts? Nee, aber beim nächsten Mal tragen Sie sich nicht ein, dann bekommen Sie auch keine weiteren Anrufe. Ja, mit seriösen Anrufen habe ich ja kein Problem. Seriös? Es gibt ja das Sprichwort, ist seriös, aber Sie sind unseriös, Herr Maulwurf. Sie haben gar nichts zu tun, als uns verarschen, Herr Maulwurf. Ich bin der seriöseste Maulwurf, den Sie je kennenlernen werden. Besuchen Sie mal einen Doktor. Schönen Tag noch. Auf Wiederhören. Hallo? Hallo? Ja, wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Herr Bauer, Vertriebspartner von Mastercard. Ich spreche mit dem Herrn Dalzim. Wie bitte? Wen möchten Sie sprechen? Mit dem Dalzim. Mit Herrn Dalzim? Ja, einen Moment bitte. Kommst du mal bei Telefon? Maulwurf. Ja, hallo, wer ist da? Ja, wunderschönen guten Tag, mein Name ist Herr Bauer, Vertriebspartner der Mastercard. Ja. Und zwar spreche ich mit dem Herrn Dalzim. Ja, hier ist Dalzim. Mit dem Herrn Rakesh. Ja, richtig. Was möchten Sie bitte? Wunderschön, das ist sehr reich, Herr Dalzim. Ja. Und zwar, ich rufe Sie an, wie gesagt, Vertriebspartner der Mastercard für Ihr Marketing. Ja. Und zwar, Sie halten in den nächsten Tagen Post und bekommen Ihre neue Mastercard. Zumindest die Unterlagen dazu, Herr Dalzim. Ah, das ist sehr gut, weil ich hatte ja, bin ja froh, dass das so schnell funktioniert, und weil ich habe ja das hatte ich Ihnen ja geschrieben, weil ich habe das ja verloren, und da musste man das Sperrung machen. Ah, was haben Sie verloren, Herr Dalzim? Mein Mastercard. Und da habe ich ja da geschrieben, dass Sie... Wie haben Sie die Mastercard verloren? Wann haben Sie verloren die Mastercard? Das ist, wie viele Tagen oder das Monaten? Das ist vor 3 Wochen gewesen. Und dann habe ich ja bei Ihnen geschrieben, dass wir das neu haben müssen. Wie bitte? Ja, dann habe ich doch bei Ihnen geschrieben, weil wir ja ein neues brauchen. Deswegen rufe ich Sie doch an. Ich habe hier eine Vermerkung. Ja, das Geld kann ich gut gebrauchen. Ja, das ist ja weg gewesen. Ah, okay. Ja. Und soll ich Ihnen jetzt die Unterlagen für die neue zusenden? Ist es dann wie den alten oder ist es dann besser geworden? Das habe ich ja sehr lange gehabt. Fall. Auf jeden Fall. Bei Ihnen, Sie bekommen jetzt neue Sachen bei der neuen Mastercard. Ja. Das handelt sich um nur eine goldene Mastercard, ohne Jahres- und ohne Monatsgebühren. Das heißt, bei der goldenen Karte hat man 70 Euro bis jetzt Jahresgebühren gezahlt. Ja, richtig. Und Monatsgebühren natürlich, wie viel man Geld abgehoben hat, ja, das von dieser ist Karte. Wenn Sie zum Beispiel, hat man auch Monatsgebühren. Ja. Das haben Sie nicht mehr mit dieser Karte. Oh. Ja. Das nächste ist, Sie haben keine Bonitätsüberprüfung und keine Schufa-Überprüfung bei dieser Karte. Okay, ja, das ist ja egal, ich habe das ja bisher immer bekommen. Ah, okay. Und wie gesagt, Sie bekommen jetzt noch 3 Versicherungen mit drin. Was ist da drinnen? Eine Diebstahlversicherung, das heißt, dieser Kreditrahmen, Herr Dalzim, ja, ist versichert, falls die Karte entwendet wird oder gestohlen wird. Oh, sehr gut. Und dann das andere ist, Sie bekommen eine Urlaubsversicherung und eine Urlaubsreiserücktrittsversicherung. Wenn ich das mit den Karten kaufe? Nein, das heißt, wenn Sie einen Flug buchen oder einen Urlaub buchen, dann... wenn Sie über diese Karte bezahlen, ja, dann sind Sie versichert, ja, über diese Karte. Ich kann mich bei Ihnen jetzt immer zweimal hören. Können Sie Lautsprechung bitte ausmachen? Ich habe keine Lautsprecher an. Ach so.
Die kann mich jetzt immer zweimal hören. Das ist bei Anfang ist es nicht gewesen. Ich rufe Sie nochmal an, Herr Dalsch, und dann kann sein, dass es ein Systemfehler ist bei uns. Ja, das wäre sehr nett. Ich rufe Sie in einer Minute nochmal an. Ja, danke. Dankeschön, bis gleich, Herr Dalsch. Hallo? Ja, hallo, Herr Dalschim. Tut mir leid, die kleine Störung. Ja, alles gut. Irgendwas mit dem, also, haben Sie alles verstanden, Herr Dalschim? Oder soll ich es Ihnen nochmal erklären? Ja, das mit der Versicherung, weil ich habe das alles immer zweimal hören. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ach so, also, wie gesagt, ich erkläre es Ihnen nochmal, wenn wir Zeit haben. Ja, bitte. Also, es handelt sich hier um eine goldene Mastercard. Also, Sie bekommen Unterlagen von uns. Das ist das Wichtigste. Ja. Ja, das ist, Sie bekommen erst die Unterlagen und dann entscheiden Sie, ob Sie diese Karte beantragen oder aktivieren. Ja. Wie gesagt, es handelt sich um eine goldene Mastercard. Ohne Jahres- und ohne Monatsgebühren. Sehr gut. Jetzt hat man bei der goldenen Karte 70 Euro an Jahresgebühren gezahlt. Ja. Monatsgebühren waren ja unterschiedlich, wie viel sie Geld abgehoben haben. Ja, und warum ist das jetzt gratis geworden? Das ist nicht gratis. Sie sind doch Mastercard-Kunde, oder nicht? Ja, aber Sie sagen ja, man muss das, wenn ich das neu jetzt bekommen, das muss man das nicht mehr bezahlen. Doch, Sie müssen eine einmalige Gebühr bezahlen. Ja, aber also, das ist bei Monat. Nein, keine Monatsgebühren und keine Jahresgebühren. Ach so. Und das ist genau. komplett weg. Das ist komplett weg. Oh, und aber muss man jetzt nur das einmal geben oder ist das einmal bei Jahr? Also Sie zahlen nur einmalig diese 98,90, ja? Ja. Und dann bekommen Sie diese Karte, also wenn Sie diesen Voucher aktivieren, das ist ein Gutschein mit einem Aktivierungscode. Das können Sie im Internet dann aktivieren. Ja. Dann bekommen Sie Ihre Karte und Ihre PIN-Nummer und alles, wie es funktioniert. Also haben einen Kreditrahmen von bis zu 7.500 Euro. Ja. Und dann können Sie, wie gesagt, selber alles entscheiden, also, ob Sie diese Karte aktivieren oder nicht. Wie gesagt, ich erkläre es Ihnen jetzt wie nochmal. Ja, also zuerst kommt es bei Deutsche Posten und dann muss ich das bei Internet reinschreiben und dann werde ich das Karte bekommen. Also Sie bekommen als erstes, Herr Dalsim, bekommen Sie erst Unterlagen. Ja? Sehr gut. In den Unterlagen ist ein Voucher. Das ist ein Gutschein Voucher, mit einem Aktivierungscode. Ja. Yes. Da gehen Sie auf diese Internetseite und können diese Karte aktivieren. Ja. Dann kommt Postbote, bringt Ihre Karte, Ihre PIN-Nummer. Dann zahlen Sie einmalig diese 98,90. Okay. Wo Sie dann auch nochmal widerrufen können. Was kann ich machen? Ein Widerrufsrecht haben Sie von 14 Tagen, Herr Dalsim. Was bedeutet? Das bedeutet, wenn Sie unzufrieden sind oder sagen, ich möchte das doch nicht haben, die Mastercard, dann können Sie das widerrufen. Also Storno machen. Genau, okay. Storno machen, sehr dann gut. Bekommen Sie wieder Ihr Geld zurück. Ja, aber ich muss das Karte hier haben. Ja, Sie bekommen ja jetzt auch eine. Ja. Deswegen sage ich ja, ohne Jahres- und ohne Monatsgebühren. Diese Karte ist für Sie, Herr Dalsim, bonitäts- und schufa-frei. Ja. Haben einen Kreditrahmen bis zu 7.500 Euro, zahlen keine Zinsen und keine Gebühren weltweit. Ist auch fünf Jahre. Keine Zinsen bezahlen? Genau, erste 5 Jahre zahlen Sie keine Gebühren und keine Zinsen. Oh Mann, also ich kann jetzt morgen das bei Automat 7.500 nehmen und dann bei 5 Jahren muss ich das erst wiederbringen oder ist das bei einem Jahr? Nein, Herr Dalsim. Ich erkläre es Ihnen mal kurz, bitte nur zuhören, dass Sie das auch dann verstehen. Ja. Wie gesagt, wir haben auf dieser Karte einen Kreditrahmen bis zu 7.500 Euro, also ein großes Bis. Sie können 7.500 Euro bekommen, das liegt natürlich bei Ihnen, oder Sie können auch vielleicht nur 5.800 bekommen. Das ist ein Kreditrahmen bis zu 7.500 Euro, ohne Zinsen, ohne Gebühren weltweit, die ersten 5 Jahre. Ja. Das heißt, an Gebühren in Deutschland sparen Sie sich zwischen 3 bis 5 Euro, im Ausland 10 bis 15 Euro. Oh. Das heißt, europaweit, also alles, was Europa ist, zahlen Sie 10 Euro an Gebühren. Das haben Sie nicht mit dieser Karte mehr. Ja. Diese Karte hat 3 Versicherungen mit drin. Eine Diebstahlversicherung, das heißt, dieser Kreditrahmen ist versichert. Falls die Karte gestohlen wird oder verloren geht, haben Sie die Versicherung mit dabei. Eine Urlaubsversicherung, eine Urlaubsrücktrittsversicherung haben Sie auch mit drin. Das heißt, wenn Sie einen Flug oder einen Urlaub buchen über diese Mastercard, sind Sie versichert über diese Karte. Sehr gut. Und das bekommen Sie alles schriftlich.
Und wie gesagt, in den Unterlagen ist ein Voucher, das ist ganz wichtig. Yeah. Diesen Voucher, das ist ein Gutschein, mit einem Aktivierungscode. Genau, yeah. Da haben Sie einen Code, dann gehen Sie auf diese Internetseite, wo das drin steht, können dann diesen Code durchgeben, dann wird diese Karte aktiviert. Dann kommt der Postbote, bringt Ihre Karte, yeah. Ihre PIN-Nummer, dann zahlen Sie per Nachname 98,90 einmalig. Sehr gut. Und Sie haben gesagt, das ist, ist das bei Europa oder auch, weil ich bin viel bei Indien, ist das da, muss man das da bezahlen? Und bei also Russland? Weltweit zahlen Sie keine Gebühren. Okay. Die ersten 5 Jahre. Sehr gut. Das ist sehr Nach gut. 5 Jahren wird sich das alles ändern. Und was, was werde dann das kosten? Oder ist das denn erst in 5 Jahren zur Entscheidung? Das entscheiden Sie dann nach 5 Jahren, weil diese Karte ist 5 Jahre gültig. Ach so. Genau. Diese Karte ist 5 Jahre gültig und dann können Sie selber entscheiden, ob Sie dann weiter diese Mastercard behalten möchten oder nicht. Ja. Dann Sie ein Schreiben bekommen natürlich, ja. Was Sie an Gebühren zahlen müssen oder das kann ich Ihnen nicht sagen, Herr Dalschim. Ja. Das wird man dann sehen in den nächsten 5 Jahren, wie sich das alles dann ändern tut. Ja. Aber weil das Weltwirtschaft ist ja immer mal hoch, mal ist es runter und wenn ich so einen Kredit dann bekommen möchte, muss ich dann bei Sie anrufen? Also diese Kreditrahmen, das entscheiden wir. Ja. Nicht, das entscheidet natürlich die Bank. Ja, ja, ja. Oder von uns Mastercard, was Sie für einen Kreditrahmen bekommen. Es ist eine goldene Karte, wo man Kreditrahmen bis zu 7.500 Euro. Das heißt nicht, dass Sie 7.500 Euro bekommen. Ich habe Ihnen das gesagt, Sie können auch vielleicht nur 6.000 Euro Kreditrahmen bekommen. Ja, das ist eine Karte bis 7.500 Euro. Sehr gut. Das bekommen Sie, wie gesagt, alles schriftlich. Und wie lange wird es dauern? Also die Unterlagen ungefähr zwischen 3 bis 4 Werktagen. Okay, weil ich wollte bei Urlaub fahren, dass das kein verpasst machen von den Briefdingens. Verstehe ich. Also wie gesagt, 3 bis 4 Werktagen dauert die Post, bis Sie da bei Ihnen zu Hause im Briefkasten sind. Ja. Können Sie sich das dann alles in Ruhe durchlesen. Und wie gesagt, Sie können dann selber entscheiden, ob Sie diese Karte beantragen oder aktivieren oder nicht. Das ist sehr gut. Kann ich mal kurz mit der Herr Daniel Tagger sprechen? Mit dem Herrn Daniel? Oder mit dem Tagger. Tagger heißt der mit Nachname. Ich kenne keinen Daniel. Daniel Tagger? Tagger? Ah, kenne ich nicht. Ist nicht bei Ihnen? Nein. Ach so, dann ist doch 4D-Marketing. Ja, das ist 4D-Marketing. Ist das kein Herr Beauftragte? Wir sind Beauftragte von Mastercard, ja. Wo wir für Mastercard arbeiten. Ne? Deswegen Vertriebspartner der Mastercard, 4D-Marketing. Ja. Und ich kenne keinen Daniel Tagger, Herr Dalschim, aber so. Sie können mir sagen, um was es geht, um was geht's denn da? Nee, ich wollte das einfach einmal Hallo sagen. Nee, bei mir arbeitet hier kein Daniel. Ach so. In anderer Stadt. Ach so, ja, wie ist, weil wir haben jetzt bei Deutschland, ist ja jetzt, wird ja langsam der Frühling kommen. Wie ist denn bei Ihnen das Wetter in Bosnien? Also, ich bin hier, uns ist schön sonnig, ungefähr 22 Grad. Ja? Das ist sehr schön. Und bei Ihnen, wie ist das Wetter so? Oh, das ist 13 Grad und ziemlich kalt. Au, deswegen, von wo kommen Sie denn her? Sie sind doch aus Ziegendorf. Ja. Ja, auf der Hauptstraße 71. Das ist richtig. Und in Bosnien, wo ist der Hauptcenter? Wir sind nicht aus Bosnien. Natürlich. Wir sind doch die Nummer 089125. Ne, bei mir steht unbekannte Rufnummer. Ah, unbekannte Rufnummer. Ja, wie immer, wenn ihr anruft. Und selbst wenn ihr mal eine Nummer anzeigt, dann kann man das nicht zurückrufen. Das kann ich Ihnen auch erklären, Herr Maulwurf. Ja. Ja. Können Sie bitte machen? Das heißt, wir rufen vom Internet an. Von Internet? Oh, das habe ich schon gehört. Das ist von Darknet? Weiß ich nicht, welcher Anbieter das ist. Bist du von Darknet? Nein, ich bin nicht von Darknet. Darknet? Nein. Nein, bist du nicht Darknet? Nein. Aber den Politikern, den sagen doch immer, dass die ganzen Betrüger bei Darknet rauskommen. Bist du da rausgekommen bei Darknet? Keine Ahnung, Herr Dalschim. Ja. Können wir dann die Zusammenfassung machen, Herr Dalschim? Können wir probieren, ja. Alles klar. Also wie gesagt, Herr Dalschim, ja? Ich erkläre es Ihnen schon mal im Voraus, was ich Ihnen erwähnen werde in der Zusammenfassung. Ja? Oh, ja. Ich bin schon ganz gespannt, ja.
Also, dann fasse ich nochmal alles kurz zusammen. Mach eine kleine Aufzeichnung zu Ihrer Sicherheit. Ja, so fange ich an. Darf ich das zu meiner Sicherheit auch aufzeichnen? Können wir nachher machen, wenn wir die Zusammenfassung machen. Sehr gut. Dann können Sie auch aufzeichnen. Ja, sehr gut. Okay? Sehr gut. Also ich erkläre es Ihnen dann jetzt, Da kannst du dich bei Bosnia Next Topmodel bewerben. Ah, bestimmt kann ich mich bei Bosnia Next Topmodel bewerben. Ja, sehr gut. Du wirst ein großer Fan bekommen. Ich werde dir ein Abo machen. Alles klar, dann können Sie ein schönes Abo machen. Können wir dann weitermachen? Ja, wird weitermachen. Also entweder können Sie das mit Ja bestätigen oder Nein. Das ist das Erste. Ja. Dann bekommen Sie, wie gesagt, Ihren Voucher. Den Voucher habe ich Ihnen erklärt, das ist ein Gutschein, wo Sie diese Karte aktivieren können oder auch nicht. Das ist Ihre Entscheidung. Hallo? Ja, hallo. Ja, hier ist Maulwurf. Sie hatten vorhin schon nach mir gefragt. Ja, Herr Maulwurf, schönen guten Tag. Ja, ich grüße Sie. Wie geht es Ihnen, Herr Maulwurf? Es ist alles wunderbar. Wie ist das Befinden bei Ihnen? Super. Das ist ja wunderbar. Versuchen Sie das jetzt immer noch. Was versuche ich immer noch, Herr Maulwurf? Ja, den Leuten da ihre Karte anzudrehen. Ist das immer noch ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell 2017? Nein, Herr Maulwurf, wir bieten so eine Karte an. Das ist der Unterschied. Ja. Und Sie bekommen Unterlagen, Herr Maulwurf. Über diese Unterlagen können Sie selber entscheiden, ob Sie diese Karte überhaupt beantragen oder aktivieren wollen. Ja, das letzte Mal, als ich mit einem von Ihnen gesprochen habe, wollte der mich totschlagen. Ah, ja, ich habe das auch sozusagen irgendwo gehört. Ja, wo haben Sie das denn aber gehört? Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber da kann ich mich vielmals bei meinem Kollegen entschuldigen oder für meinen Kollegen entschuldigen. Ja. Das hat da auch Konsequenzen, Herr Maulwurf. Ja, kann ich den mal bitte sprechen, den Herrn Tagger? Sind Sie noch dran, Herr Maulwurf? Ja, natürlich. Hallo? Ja, jetzt tut er so, als ob er mich nicht mehr hören kann. Jetzt tu doch nicht so, dümmer als du bist. Also ich habe Sie gerade nicht gehört, Herr Maulwurf. Ach so, das ist ja schrecklich. Tut mir leid. Was haben Sie denn gesagt? Ich wollte den Herrn Tacker gerne sprechen. Den Herrn Tacker gibt's nicht bei uns, ja, Herr Maulwurf. Ja, der hat mich doch zigmal angerufen und bedroht. Also den Herrn Tacker kenne ich wirklich nicht, Herr Maulwurf. Ich bin in einer anderen Zentrale. Ja, wie viele Zentralen hat denn so eine Firma? Sitzen Sie also, in Grozny? Wie bitte? Sitzen Sie in Grozny? Wen wollen Sie denn sprechen, Herr Maulwurf? Na, den Herrn Tagger, aber den gibt es ja nicht mehr bei Ihnen. Nein, den gibt es nicht mehr bei Ihnen. Und ja, er hat auch nicht bei uns gearbeitet, also nicht zumindest bei unserer Filiale. Ja. Und was wollen wir jetzt machen, wir zwei? Ja, ich wollte mit Ihnen ganz normal vernünftig reden. Ich wollte Ihnen erklären, um was es hier geht. Und es, wie gesagt, ich habe den Herrn Dalsim. Ja. Das ist, keine Ahnung, ich bin ein Freund von Ihnen oder weiß ich nicht. Das ist mein Haushälter. Habe ich angerufen und er hat dieses Anrecht, er kann diese Mastercard von uns bekommen. Ja. Wenn er das auch möchte. Sie haben ihn ja von Anfang an angelogen. Wie bitte? Sie haben ihn ja angelogen, schon an Anfang an. Also ist denn der Herr Dalsim jetzt zu sprechen? Ja, der liegt jetzt, ja, theoretisch ist er zu sprechen, aber der liegt ja hier vor Lachen am Boden. Ach so, und warum liegt er vor Lachen am Boden? Weil Sie sich immer noch mit mir unterhalten und gar nicht merken, wie wir Sie verarschen. Denken Sie. Ich habe das nämlich auch alles gehört, Herr Maulwurf, ja? Ja, von Anfang an, du hast zwischendurch schon mal Maulwurf gesagt, hast es wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Also, ich weiß, oder unsere Firma weiß da auch Bescheid, dass Sie das ins Netz setzen. Ja! Genau. Und von dem her, Herr Maulwurf, ich habe es Ihnen jetzt schön alles nochmal erklärt. Und wie gesagt, zu meinen Kollegen entschuldige ich mich vielmals, was da Ihnen da gesagt hat. Der Herr, wie heißt der nochmal? Der Herr Tagger. Der Herr Tagger. Für den entschuldige ich mich vielmals in meinem Namen oder von unserer Firma. Alles andere kann ich Ihnen nicht dazu sagen, Herr Maulwurf. Ich habe es Ihnen schön erklärt. Wie gesagt, Sie bekommen oder Sie können das bekommen. Und es ist keine Betrugsmasche oder irgendwas, was Sie da sagen. Wenn Sie das mal kontrollieren,
Jetzt ist es ja unterdrückt, aber wenn Sie mal Ihre manchmal sichtbare Nummer bei Google eingeben, dann sehen Sie ja, dass die ganzen Leute sich da sehr betrogen fühlen, dass die da bedroht worden und beleidigt worden sind. Das bilden sich doch 20.000 Menschen nicht ein da. Also, Herr Maulwurf, ich kann nur in meinem Namen reden. Ja, ich bin immer zum Kunden freundlich und ich versuche so gut zumindest alles zu erklären, wie es kann. Das habe ich Ihnen auch Herrn Dalzin da erklärt. Wie gesagt, ich kann mich vielmals für den Kollegen entschuldigen, was da passiert oder vorgefallen ist. Und das andere, Herr Maulwurf, können wir denn dann, sag ich mal, eine schriftliche Entschuldigung bekommen? Wenn Sie mir eine richtige E-Mail-Adresse geben, natürlich können wir uns schriftlich bei Ihnen entschuldigen. Ja, kann ich Ihnen den von Rakesh geben, weil ich das kann das mit dem Computer nicht benutzen. Also das ist diese Rakesh mit H hinten. Ja. Also ich buchstabiere. rakeshdhalsim@gmail.com. Ja. Okay. Wir schreiben auf eine E-Mail und entschuldigen uns vielmals. Das ist sehr schön. Und dann wäre es natürlich auch schön, wenn diese ganze Masche ein Ende haben würde. Weil im Endeffekt wird unsere Ziegenarmee ja immer größer und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir gewinnen. Herr Maulwurf, ich muss Ihnen mal was erklären. Also die Leute, die tun sich bei uns online eintragen. Nein, ja? Ihr kauft die Daten von irgendwelchen Gewinnspielen auf und schließt dann daraus, dass die Leute ein Werbeeinverständnis abgegeben haben, was ja gar nicht der Fall ist. Also, wir haben hier im System alles drinstehen, also die ganzen Daten, wo sich die Leute auch eingetragen, wie zum Beispiel bei Gewinnspielen, gerade bei Gewinnspielen, Herr Maulwurf. Ja, was kostet denn so ein Datensatz? Können Sie mir das sagen, wenn die so in 100er Packs verkauft? Das weiß ich nicht. Ich arbeite ganz normal und verdiene mein normales Geld wie Sie. Was Sie arbeiten, weiß ich nicht, aber Sie gehen auch normal arbeiten und verdienen Geld. Ich bin ja schon lange in Rente. Was kriegt man denn so an Provision bei Ihnen? Ah, das ist egal. Nein, es ist nicht, weil das ist ja dann keine neutrale Beratung mehr. Es gibt diese Karte zu diesen Konditionen ja anderswo teilweise gratis und Sie nehmen da 100 Euro per Nachname für. Ja, wir nehmen das, wenn die Leute das auch möchten. Ja, das wird denen ja aufgedrängt. Die haben jetzt wahrscheinlich Sie dahin gesetzt, weil Sie einigermaßen gut Deutsch sprechen können. Nicht wie diese anderen dressierten Schimpansen, die mich da sonst immer anrufen, um das Recht zu rücken. Aber das ist ja, das bestätigt das ja nur, was Sie mir erzählen. Herr Maulwurf, wie gesagt, also ich habe es jetzt schön und deutlich alles erklärt. Ja. Ich erkläre es nochmal. Dass Sie das auch zum Mitschreiben können. Ich kann Ihnen das auch alles per Mail schicken. Ich kann ja das nicht mehr so. Kann das mein Kollege für mich aufschreiben? Kann ich Ihnen den kurz geben? Ja, können Sie auch geben. Ja, Ihren Kollegen. Hallo. Hallo. Hallo, hier ist Dimitri. Wer ist da? Hallo, Herr Dimitri. Mein Name ist Herr Bauer. Da. Ich soll aufschreiben. Ich bin Privatsekretär. Also schreiben Sie auf. Ist das jetzt, ist das jetzt offizielles Statement? Also ich erkläre Ihnen, wie das jetzt funktioniert. Offizielles Statement, okay. Also, wie gesagt, Sie haben die Möglichkeit, eine goldene Mastercard zu bekommen. Warte, bevor du sprichst. Darf ich kurz meinen Satz sagen und dann kannst du deinen Satz sagen. Ja. Herzlich willkommen bei Telefonziege, das ist Interview mit 4D Marketing. Bitte, sagen Sie Ihren Text. Also. Es geht hier um eine goldene Mastercard, ja? Da. Und zwar, Sie halten Unterlagen, über diese Unterlagen entscheiden Sie selber, ob Sie diese Karte beantragen möchten oder nicht oder aktivieren. Da. Ja, das ist, da bekommen Sie die Unterlagen und einen Voucher. Und ein Voucher ist ein Gutschein mit einem Aktivierungscode. Ja. Über diesen Aktivierungscode gehen Sie auf eine Internetseite, wo Sie dann diese Karte beantragen und aktivieren können. Ja. Das ist eine Prepaid-Karte. Sehr gut. Also, wo Sie auf jeden Fall eine Prepaid-Funktion haben. Prepaid. Und wie gesagt, Sie kriegen eine Kreditofferte von bis zu 7.500 Euro. Ja. Also bis zu 7.500 Euro. Das ohne Jahres- und ohne Monatsgebühren. Ja. Die ersten 5 Jahre. Sehr gut. Ja. Und wie gesagt, Sie entscheiden das
selber, ob sie diese Karte beantragen oder nicht. Sie bekommen diesen Voucher, über diesen Voucher können sie dann diese Karte beantragen oder auch nicht. Wenn sie sich für diese Karte entscheiden, also für diese Karte, dann müssen sie diesen Voucher aktivieren. Ja. Sie bekommen das, wie gesagt, alles per Einschreiben, also Einschreiben. Das ist per Nachname. Genau, das ist per Nachname. Und für diese Unterlagen, die wir Ihnen senden, zahlen Sie einmalig 98,90, wo Sie natürlich widerrufen können von 14 Tagen. Wenn Sie das nicht aktivieren, diesen Voucher, dann bekommen Sie auch keine Karte. Das ist nämlich das ganz Wichtige und das hören viele Leute nicht zu. Ja. Das war mein Statement. Ist das jetzt offiziell Interview gewesen? Ja, sehr das gut. Das können Sie, wie gesagt, selber entscheiden. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen und ich entschuldige mich für diesen einen Mitarbeiter in meinem Namen. Und was ist und, mit den anderen? Die haben auch eine Betrügung machen. Also, wir haben einmal mit einem gesprochen, der hat gesagt, der hat von Postbank den Auftrag gekriegt, anzurufen und Karte anzugeben. Und all solche Sachen. Kannst du hier reinhören? Nein. Kannst du bei YouTube gucken? Ja, werde ich mal nachher machen bei YouTube. Also wie gesagt, du hast eigene, für den Marketing hat eigene Playlist inzwischen. Echt? Ja, das ist eigene Playlist, weil das ist schlimmste Betrug, was habe ich erlebt bei meinem Leben. Nur das mit den Blinden ist schlimmer. Weißt du, da rufe ich die an und sage, du kannst du Besen kaufen. Was haben blinde Leute gemacht? Aber euer ist fast genauso schlimm. Also wie gesagt, wir bieten Ihnen Unterlagen. Für diese Unterlagen zahlen Sie, wie gesagt, es geht hier um eine Mastercard, das habe ich zigmal gesagt. Sie bekommen Unterlagen, für diese Unterlagen zahlen Sie einmalig 98,90. In den Unterlagen ist ein Voucher mit drin, das ist ein Gutschein, wo Sie dann diese Karte aktivieren müssen. Das müssen Sie im Internet machen. Internet? Wenn Sie da nichts machen, ja, wenn Sie da nichts im Internet eingeben, Internet? Sagen Ihre Internet. Kann ich auch ein Internet haben, weil ich bin Inder? Jetzt. Ohne Spaß, also es soll ein bisschen schon ernst bleiben und das ist, nicht irgendwelche Späße. Hallo, das ist Telefonziege, erwartest du wirklich, dass wir ernst sind? Ja, nee. Mir ist das egal, ich mache meine Arbeit. Ja, ich auch. Trotzdem, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen schönen Abend. Kannst du dir einen schönen Tag. Schöner Abend, ist bei Bosnien schon Abend? Nein, wir sind nicht aus Bosnien, wir rufen aus München an. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und genießen Ihren Tag. Ja, noch, ja, können Sie sich bitte anständige Arbeit suchen? Anständige Arbeit. Ja. Ist das eine machbar? Anständige Arbeit. Ja? Ja, also ich bin sehr zufrieden mit meinen Arbeit. Ja, das glaube ich. Du könntest die Provision von Leuten abzocken, da wäre ich auch zufrieden. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall auch Herrn Maulwurf, Herr Dalschim und den einen Dimitri einen wunderschönen Tag noch. Kannst du